Ja, guten Morgen, liebe Zuseher. Heute ist der 3. Februar 2020 und wir befinden uns wieder mal hier in der Skiarena Hochficht. Das Wetter könnte besser sein. Es ist wirklich also Regenwetter angesagt, aber es soll morgen kälter werden und somit also soll es Schnee geben. Ja, leider haben wir nicht allzu viel Schnee heuer hier. Aber zum Vorfahren wird es jetzt schon einmal reichen und die Gruppeneinteilung wird jetzt im Anschluss gemacht und dann werden wir mal schauen, wo die Kids Skifahren lernen werden. Hopp, 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 Caroline, bravo, hopp, 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 hopp. Einen schönen guten Morgen. Heute ist der 5. Februar 2020 und heute hat es endlich einmal geschneit. Es geht noch immer ein ziemlicher starker Wind, aber Gott sei Dank haben wir jetzt endlich Schneefall. Ja, grüß euch. Hier ist der Max und ich befinde mich hier im Skigebiet Hochficht im Böhmerwald. Ich werde jetzt einmal meine gleichen Ski, die ich mir da wieder mal ausgeborgt habe, ausprobieren. Ja, es handelt sich dabei um Völkel-Ski und zwar um den dicken 74, was das auch immer zu bedeuten hat. Und da wäre ich jetzt gleich einmal wieder hinunterfahren, da die Schwarzenbergabfahrt und einmal schauen, wie immer der Ski liegt. Super, Caroline! Hallihallo! Ich bin da wieder hier oben am Reischlberg, strahlender Sonnenschein, angenehme Temperaturen und natürlich mit den besten Ski aller Zeiten. Ja, vielleicht nicht wirklich, aber für mich reichen sie alle mal aus. Also, Pisten sind alle in Betrieb. Max, der Nebeldecke. Wenn wir an diese Gruppe da anhängen, da habe ich die besten Chancen, dass ich mitkomme. Thank you.
Na, euch geht's gut hier. Jetzt läuft die Zeit. Hinunter geht's. Die Abfahrt von der Hochsichtbahn. Bitte, Fahrrad löst. Da, Marlene, auf geht's. Hoffentlich komme ich noch. Das ist ganz besonders. Ja.